Neues aus und mit Greves Mühlen. Neues Video soll Messer während der Tat zeigen. Fall in Trossing, der ähnlich war, verschwiegen. Der NDR und seine absurden Tricks bezüglich Greves Mühlen, weswegen die AfD schuld sein soll. Und Katrin Göring-Eckardt Löschpost. Beziehungsweise nicht. Die Kuriositäten um und mit Greves Mühlen finden kein Ende, wie es zu erwarten war. So ist ein neues Video aufgetaucht, was während der Tat ein Messer zeigen soll. Veröffentlicht wurde das Ganze in der Ostsee-Zeitung mit der Überschrift »Neues Video von Rassismusattacke in Greves Mühlen aufgetaucht«. In Anführungsstrichen »Halt ihn zurück, er hat ein Messer«. Das Ganze wurde übrigens kurz nach 0 Uhr veröffentlicht. Das Vorschaubild des Artikels erweckt den Eindruck, dass jemand Dunkelhäutiges ein Messer hat und jemand Weißes sich die Schulter hält, als wäre hier bereits eine Verletzung durchgeführt worden. Sollte das stimmen, und ich betone das Wort »sollte«, dann wäre das ein ziemlicher Hammer. Die Person, die man hier aber als gezoomten Pixelbrei sieht, hat man im ersten Video oder sagen wir in dem ersten langen Video schon gesehen. Schwarze Hose, pinke Jacke oder Sweater oder sowas. Und die hat sich in dem langen Video etwas ans Ohr mehrfach gehalten, wo man davon ausgehen kann, dass es wahrscheinlich ein Handy ist. Also sprich, man hat ja höchstwahrscheinlich auf ein Handy groß drauf gezoomt und in dem Pixelbrei kann das alles Mögliche sein. Und während dem Chaos der ganzen Situation da kann natürlich jemand auch gedacht haben, dieses Handy war ein Messer. Sollte das stimmen, was ich vermute, wäre das nicht die feine englische Art, was hier die Zeitung macht. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich nicht genau sagen, weil es ist ja alles hinter einer Paywall. Und wie schon gesagt, wir haben eine Pixelbrei-Vorschau und der Vorschautext ist an Infos auch nicht gerade so ergiebig, dass man jetzt weiß, was will man da von einem. Also muss man an der Stelle hoffen, dass andere Medien das noch aufgreifen und adäquater darüber berichten. Und auch lesbarer. Ich hoffe doch an der Stelle einfach schlichtweg mal auf News. Ansonsten gibt es noch Bemerkenswertes von Katrin Göring-Eckardt, die ja auch sich bestürzend zu dem Vorfall äußern musste. Und da ja nun schon nicht erst seit 5 Minuten bekannt ist, dass das alles Fake ist, was uns da anfangs erzählt wurde, hat sich Katrin Göring-Eckardt nicht entschlossen, ihr Post zu löschen. Dafür aber ihr letztes zur Fußballmannschaft, wo sie meinte, dass die Nationalmannschaft großartig sei und man stelle sich vor, da wären nur Weiße. So nach dem Prinzip, dann hätten wir verloren. Klingt irgendwie nach einem rassistischen Vorurteil, dass Weiße einfach schlecht Fußball spielen oder so. Hat sie vielleicht zu oft die Basketballkomödie mit Wesley Snipes gesehen, White Man Can Jump? Also auf Deutsch, weiße Männer können nicht springen, beziehungsweise bei uns hieß der Film, weiße Jungs springen es einfach nicht. Übrigens wirklich ein lustiger Film, aber nicht die Neuverfilmung. Der Originalfilm, der ist gut. Na jedenfalls kassierte sie für ihr Twitter-Post einen heftigen AA-Sturm, der wohl zu einem großen stinkenden Haufen wurde und deswegen hat sie ihr Post gelöscht. Und ein neues gemacht, wo sie schreibt, sie entschuldigt sich. Hat sie halt gemacht wegen der ARD-Umfrage mit den mehr weiße Männer in der Mannschaft. Wobei sie natürlich das Wort Rassismus nicht in den digitalen Mund nimmt. Hingegen bei ihrem Post zu Greves Mühlen musste sie natürlich davon sprechen, wo immer Rassismus kommt, braucht es den Aufstand der Anständigen. Vielleicht war dann das, was Katrin Göring zum Löschen ihres Posts bewegt hat, doch kein AA-Sturm, sondern ein Aufstand der Anständigen. Wegen Rassismus. Aber ich glaube, sie wird das selber so nicht sehen. Denn Grüne glauben ja, grundsätzlich gibt es niemals Rassismus gegen Weiße. Ja, nee, ist klar. Weiße kommen immer umsonst ins Schwimmbad, kostenlos ein Jahresabo der Bild und einmal im Jahr dürfen sie gratis einen Big Mac bei Mc's essen. Aber wo bleibt eigentlich der Aufstand der Anständigen, wenn ein Haufen Dunkelhäutiger einen anderen Dunkelhäutigen direkt vor dem Bus verprügeln? So wie in Trossing, wo jetzt ein Video aufgetaucht ist, obwohl die Tat vom 21.05. ist. Also Pi mal Daumen einen Monat her. Berichtet hat zu diesem Vorfall so gut wie kaum jemand, wie jetzt auch wieder. Niemanden schockiert das, wenn Gewalt von Immigranten Immigranten als Opfer trifft. Geht da die Presse nach dem Motto, interessant nur dann, wenn weiße Täter sind oder Opfer? Wo ist da eigentlich Katrin Göring-Eckardts Aufstand der Anständigen? Aber hey, hat sie ja selber nicht mal interessiert. Ziemlich unanständig dann von ihr, oder? Tja, dunkelhäutige Menschen sind wohl nur dann interessant, wenn sie in der Fußballnationalmannschaft sind und Finger zeigen können. Und damit meine ich nicht den Effenberg-Finger. Interessant ist aber zu dem Fall, was die Presse schreibt, die berichtet. So wird behauptet, die Polizei hätte das mit Zeugenaufruf veröffentlicht.
Stimmt aber nicht. Ich habe die entsprechende Pressemitteilung einfach mal rausgesucht und da steht eben nichts von einem Zeugenaufruf. Da steht nur Rückfragen bitte an. Ich hoffe doch, dass das nicht als Zeugenaufruf gilt, oder? Und abgesehen vom Presseecho, was hier nicht passiert ist, im Gegensatz zu Grevesmühlen, ist auch interessant, was die Polizei vor einem Monat in der Pressemitteilung geschrieben hat. Denn da schreibt die Polizei nicht davon, dass das Opfer Tritte ins Gesicht gekriegt hat. Da schreibt man nur allgemein von Tritten. Erst in der jetzigen neuen Pressemitteilung dazu wird dann vom Gesicht gesprochen, wohin die Tritte ging. Und eben die Verletzung dazu. Daher fragt sich in Bezug auf Grevesmühlen, warum man das so explizit da reingeschrieben hat in die Pressemitteilung. Wollte man da von der Pressestelle aus der Polizei einen Skandal provozieren? In der Hoffnung, die Presse greift das dann auf und titelt groß? Ich hoffe doch nicht. Denn eigentlich hängt die Polizei ja normalerweise Details zu irgendwelchen Tathergängen nicht an die große Glocke. Warum hier? Schon irgendwie kurios und dubios. Was uns direkt zum unseriösen NDR bringt und seinen Tricks mit Psychologen und Experten und dies und das. Der NDR hatte am 17.06. noch eine Sendung veröffentlicht, wo ein Psychologe interviewt wurde mit der Frage, wie er sich denn das erklärt, was da in Grevesmühlen passiert ist. Kurioserweise kam nur ein paar Stunden später das Video auf dem Nordkurier online. Jedenfalls meinte der Psychologe, dass es aus psychologischer Sicht wenig überraschend ist, was da passiert ist, weil das Gefühl der Bedrohung, das er denn auf den Rechtsruck geschoben hat, schon vorneweg, und deswegen haben da die Leute Angst. Und als Beispiel zählt er da tatsächlich die Klimakrise auf und kulturelle Bedrohung. Also was er mit kultureller Bedrohung gemeint ist, ist schon klar, aber was hat denn die Klimakrise damit zu tun? Will er uns ernsthaft erzählen, Hellhäutige verprügeln Dunkelhäutige, weil es wärmer wird? Das soll seine Fachexpertise als Psychologe sein? Na jedenfalls soll er sich durch sowas Gewalt hochschaukeln. Wie man ja im bekannten Video sehen kann, stimmt das hinten und vorne nicht, was der Psychologe erzählt. Es sind ja eher die Hellhäutigen, die deeskalierend sind und die jungen Dunkelhäutigen, während die Gewalt von den erwachsenen Dunkelhäutigen ausgeht, zum Beispiel die Mutter mit zwei Dritten, wie das ja News analysiert hatte. Aber okay, vielleicht war die Mutter einfach auch sauer, weil das Wetter schlecht war. Das muss es denn wohl laut Psychologe gewesen sein, oder? Übrigens hakt denn der Moderator nach und fragt, warum lassen dann Täter ihre globalen Ängste an Kindern aus? Dass der Moderator hier nicht selber merkt, dass seine Frage total lächerlich ist aufgrund einer total lächerlichen Aussage. Und naja, vom Psychologen kommt dann rein gar nichts mehr außer diese Standardantworten vom Gruppenzwang, Extremisierung, bla bla bla. Oder kurz gefasst, der Psychologe hat sich bis auf die Knochen blamiert, weil er eben lieber wild rumspekuliert hat, als zu sagen, naja, da kann ich jetzt nichts zu sagen, da ist ja noch keine Sachlage bekannt, das ist ja nur ein Mutmaßen, hätte, könnte, wette, Fahrradkette, hätte man einfach besser nicht gemacht. Übrigens besonders lustig an der ganzen Geschichte, vom 17. ist das und am 18. hat er das nochmal wieder veröffentlicht, obwohl die Sachlage da faktisch wirklich komplett anders war. Auch, dass hier der Psychologe mutmaßen musste, dass es mit dem Rechtsruck zusammenhängt, also wenn das der Rechtsruck ist, dass Hellhäutige gegenüber Dunkelhäutige deeskalierend sind oder sich so verhalten, dann sollten wir doch mehr Rechtsruck haben, oder? Aber naja, bei der Aussage geht es ja quasi praktisch darum, wer ist schuld? Die AfD. Und weil der Psychologe das nicht so dezidiert gesagt hat, dass die AfD schuld ist, brauchte man noch einen anderen Experten. Und zwar einen Doktor, der ein Historiker ist, ein Demokratiezentrum leitet und Politiker für die Linke. Oder anders gesagt, eigentlich jemand, der offenkundig befangen ist und deswegen nicht Experte sein kann, den befragt man. Und der mutmaßt dann natürlich, die AfD ist schuld. Übrigens, in einem Artikel, einen Tag später, wo man den Psychologen verwurstet hat und den auch nochmal, lässt man dann weg, dass dieser Experte eigentlich ein linker Kommunalpolitiker ist. Übrigens, der Psychologe forscht zum Thema, warum arme Menschen AfD wählen. Was im Übrigen der NDR natürlich nicht erwähnt. Oder anders gesagt, da wissen wir schon, warum man beim NDR genau den rausgesucht hat als Experten. Und das ist eben der, ich nenn's mal, Expertentrick. Man sucht sich einfach einen raus, wo man sowieso weiß, der steht auf der richtigen Seite. Und solange der irgendwelche schön klingenden Titel hat, die man runterrasseln kann, kann man ihn als Experte hinstellen. Dass diese Leute dann aber meistens nicht ausreichend fachlich kompetent sind, sondern einfach schlichtweg parteiisch, versucht man uns möglichst zu verschweigen. Ob man sich als Leiter eines Demokratiezentrums bei dem NDR beschweren wird, dass die Parteizugehörigkeit im Artikel über ihn weggelassen wurde?
Ich vermute mal, so weit geht die Liebe zur Demokratie dann nicht. Und ob es da einen Aufstand der anständigen Demokraten geben wird, ich glaube doch nicht. In diesem Sinne immer schön anständig bleiben. Wir sind ja nicht Katrin Göring-Eckardt.